Die Leibniz-Butterkekse in verschiedenen, ja, Geschmacksrichtungen, würde ich mal sagen, von der Balsen-Familie gegründet. Balsen-Familie. Familie Balsen. Ne? Hier steht es ja auch, wenn man das so sieht. Ja, Balsen Hannover ist der Sitz. Hermann Balsen hieß der Erfinder. Er war in England, 1800, den 1880er. Und hat da gesehen, dass die Engländer so etwas hatten wie Cakes. Ne? Hermann Balsen war nicht blöd, hat sich inspirieren lassen von den Engländern, kam zurück nach Hannover, hat sich diese Keksfabrik gegründet und fing es an mit der Produktion der ersten Leibniz-Kekse Balsen hier, die Familie Balsen, Familienunternehmen aus Hannover. Immer noch Bestandteil in Deutschland, immer noch erfolgreich. Es gibt viele Firmen, die haben angefangen und haben wieder zugeschlossen. Einer von den wenigen, die noch erhalten sind, die Leibniz, ne, Balsen-Familie, wie auch, wie ich auch schon über die Augustus-Familie, also Stork-Familie geredet habe, Knoppers. Diese Balsen-Familie sind die leckersten Kekse der Welt, wie ich schon gesagt habe. Ich habe schon das oft erwähnt, dass unsere deutschen Süßigkeiten und Bäckereien die leckersten sind. Lecker schmecker. Unterstützt weiterhin dieses deutsche Unternehmen. Ein Familienunternehmen hat sich nicht ihr, hat nicht ihr Arsch verkauft oder sowas wie Milka. Und ja. Ja, Hermann Balsen. Gelernter Kaufmann, Erfinder, Unternehmer. Unglaublich, was er hier geleistet hat für Deutschland. Und ja, ich würde mal sagen. Wenn ihr in einer häuslichen Quarantäne seid, besorgt euch fürs Naschen nur solche Knäcker-Naschzeug hier, ne? Leibniz und von AG Storck. Und ja, damit verabschiede ich mich und bleibt alle gesund.